auseinander. Kein Problem für uns. Auch diese Quest ist vollendet. Schön, schön. So. Jetzt müssen wir Traul gehen. Zu einem Elfen, der Traul heißt. Okay, schauen wir mal nach. So, haben wir uns ausgerüstet. Also schauen wir mal, wo dieser Traul ist. Der Wasserfall ist richtig schön gemacht. Das bin ich fast nicht gewöhnt bei Isios. Eigentlich sind die Landschaften recht schön, aber ein bisschen langweilig. Hätten sie mehr machen können und so. Naja, aber es ist recht schön. Gewisse Sachen sind schon schön. Jetzt können wir hier noch diese Quest mit dem Luftschiff machen. Müssen wir einfach kurz betreten. Fertig. Dafür haben wir dann sehr viel Erfahrung bekommen für dieses Level. So einen Huhn möchte ich auch mal besitzen. Chocobo! Hallo du da, wer bist denn du? Ich finde, diese Modelle passen ganz und gar nicht in diese Welt. Vor allem diese Stöckelschuhe. Naja. Müssen die Entwickler wissen, was sie da machen. 10.000 Gold. Nice. Komm, lade. Aha, beim Sumpf. Okay. Bin bei der Kalmarinsel, okay. Dachte schon. So, gehen wir wieder zurück. Was ist das für eine Burg dort? Okay, Schanarit Kessel. Okay. Da drüben muss die andere sein. Da ist irgendwo die Mauer. Die muss dort hinten sein.
Sehr schön. Gleich mal ein Level geschafft. Ja, so kann man eigentlich ganz leicht durchquesten. Müssen wir eigentlich keine extra Monster töten. So, nehmen wir noch ein paar an. Mal hier drinnen schauen. Da ist der Meros. Zu dem. Okay, wo müssen wir noch hin? Zu ihr. So, da rein. Auch das haben wir. Jetzt müssen wir zu dem da. Ah, das ist der Klamottenverkauf für die Marke. Aua. Ich habe eine Halskehre. Die macht extrem weh. Also hat sich's nicht gelohnt. So. Wir müssen noch zurück. Der hat noch Zauberstäbe. Nehmen wir einen besseren Zauberstab. Der hat 6 bis 8. Wir brauchen einen mit mehr. 6 bis 10 plus 2, Treffschuss 1. Nee. Wir müssen zum Dranarberg und Maralea Wald. Okay. Heute Morgen. Heute habe ich nicht so viel Zeit. Es lohnt sich nicht. Und morgen vielleicht. Weiß jetzt nicht. Aber wenn wir noch so wenig laufen müssen, lohnt sich das nicht. Weil wir haben hier nur 7 Tage, glaube ich, oder so. Oder sogar noch weniger. Und da haben wir lange kein Reittier mehr. Ich habe leider keine Möglichkeit momentan an Reittier zu kommen, deshalb, ja, deshalb warten wir noch ab. Diese kurzen Strecken hier sind kein Problem für uns. Und sonst können wir immer noch ein bisschen reden. So, was ist denn die Quest? Komm, ich bin doch im Wald. Mit Ethereal reden. Okay. Hallo? Da ist er. Tötet 4 hungrige Bär. Hier hast du mal einen Schuss. Einen richtigen Feuerball. Yeah, schon wieder ein Level up. Ah, wir haben ja gar noch nicht gescaled. Können wir nachher machen. Wir sind genug stark.
das. Den Stab des Blitzes. Und Stab des Eises. Okay. Schade, dass die Bonis jetzt ausgehen. Um täglichen Login-Bonus. Macht nichts, wir leveln sowieso rasend schnell. So, wir müssen noch zum Dranaberg. Und. Ich weiß nicht, wahrscheinlich eine Erkältung oder so. Vor allem ist es extrem angespannt. Ich sitze momentan da ganz gerade, alles ganz steif. Aber im Bett liegen, das bringt überhaupt nichts, weil ich kann den Hals nicht gerade halten und dadurch auch nicht im Bett liegen, dann bin ich überhaupt heute Morgen schon wach. Um 3:30, 4 Uhr. Ja, was müssen wir hier machen? Mit Stammestoten. Wo ist denn der Stammestoten? Sag doch das. Ja, aber sonst geht's mir eigentlich gut. Ich habe endlich nicht mehr so viel wenig Freiheit. Habe jetzt endlich mal ein bisschen mehr Freiheiten. Und das heißt, es wird auch sehr viel mehr beim Let's Playen gehen. Und ja. Wir werden es dann sehen, was alles passiert. Es wird richtig genial. Schauen wir mal hier oben. Ja, ich habe so wieder so richtig gemerkt, wie ich ein fußballerisches Talent bin. Und vielleicht komme ich bald ein bisschen besseren Lohn über. Und das heißt dann natürlich auch wieder bessere Let's Plays. Mal auf bessere Qualität und so. Vom Headset und auch vom PC schauen. Und ja, dann bin ich nicht mehr auf YouTube angewiesen. Dann dürft ihr den Adblocker auch gerne wieder aktivieren. Aber es ist momentan einfach so, dass ich ohne Adblocker etwas verdiene und wenn ihr Adblocker anhabt, nichts. Und das ist blöd und das kann sich schon extrem auf die Qualität meiner Let's Plays einschlagen, weil man ist dann einfach nicht motiviert. Ein bisschen Motivation brauche ich, braucht jeder Mensch. Und das ist wirklich nur ein kleiner Mausklick.